Mann, ist doch eigentlich... Was soll das jetzt? Glaub mir, es ist besser so, auch für dich. Du glaubst immer noch, ich mach das nur, weil ich noch in dich verliebt bin. Quatsch, das haben wir doch geklärt, oder? Ja, ist das ein Test, ob ich wirklich unsere Hochzeit durchziehe? Mann, Kim, wenn das aufliegt, sind wir beide dran. Die verdächtigen mich sofort. Die Ausländerbehörde wird alles versuchen, um mich ranzukriegen. Was sollen die denn machen? Unangekündigte Hausbesuche früh um 6. Freunde befragen, Nachbarn. Ich weiß es doch nicht. Also willst du doch lieber zurück nach Caracas? Nein, das will ich nicht, aber... Aber vielleicht fällt mir noch was Besseres ein. Was denn? Wir haben doch schon alles durch. Asyl schaltet aus. Oder ist in Venezuela zufällig der Bürgerkrieg ausgebrochen? Hey, Prinzesschen. Du wolltest mir doch nur helfen und... Ja, und siehst doch mal so, in ein paar Jahren kannst du dann den Kerl heiraten, an dem wirklich alles echt ist. Und den du vom ganzen Herzen liebst. Du bist so ein Idiot. Uns verbindet so viel. Eine Kerze? Die Kerze ist für Kim. Tut mir leid, es ging nicht schneller. Wie geht's dir jetzt? Gut. Beschissen, reicht das? Hey, vielleicht wollte er dich einfach nur beschützen. Ich bin mit so einer Scheinehe auf... Ich wollte ihn beschützen! Er war einverstanden, du und Timo. Ihr wart doch dabei. Er war total begeistert von meiner Idee. Vielleicht will er sich einfach nicht von dir retten lassen. Emilio ist ein Macho und er will allein mit seinen Problemen fertig werden. Wie denn, wenn er abgeschoben wird? Naja, oder er hat einfach Schiss. Emilio und den Schwanz einziehen? Vor so ein paar Beamten? Nie im Leben, Leonie! Naja, ich meinte auch eigentlich nicht die Angst vor den Behörden. Vielleicht will er dich einfach nicht verletzen. Emilio ist doch nicht dumm. Der weiß doch, dass du immer noch in ihn verknallt bist. Das ist doch Quatsch. Der glaubt sogar, er tut mir einen Gefallen. Damit ich irgendwann den Typen heiraten kann, in den ich wirklich verknallt bin. Und um mir das zu sagen, bestellt er mich ausgerechnet in die Kirche. An so einem Ort, da erwartet man Romantik. Nicht sowas. Komm schon, ich war kein Musterknabe. Und ich werde in diesem Leben auch kein Musterknabe mehr sein, aber das dürfte dir doch eigentlich egal sein. Denn ich suche nicht nach Vergebung, ich brauche deine Hilfe, du musst mir helfen. Gut, das mit dem Müssen nehme ich vielleicht zurück. Aber ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bete jeden Tag. Und ich bete für wirklich ehrenhafte Dinge, aber das weißt du ja. Gott, ich brauche deine Hilfe und du brauchst meine Gebete, oder? Vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Du darfst einfach mal... Weißt du, wo Emilios Handy ist? Weißt du, wo Emilios Verstand ist? Heute Nachmittag erzählt er noch, Kim wäre sein Schutzengel. Dann bestellt er sie in die Kirche, um sie dann abzuservieren. Hat er sie noch alle? Dann war Emilio deswegen vorhin so komisch drauf. Wegen Kim. Ich meine, warum ausgerechnet so? Kirche. Ist doch klar, dass Kim sonst was denkt. Du kennst doch Emilio. Der hat das bestimmt nur gemacht, damit sie nicht denkt, er macht irgendwelche Witze. Aber wenn ich Emilio nicht kennen würde, dann würde ich denken, dass er sie mit Absicht verletzen wollte. Hey. Kakao war früher immer dein großes Trostpflaster. Ich hatte einfach Bock drauf. Es gibt keinen Grund. Willst du auch einen? Ja, gerne. Warum bist denn du eigentlich hier? Ich wollte mit dir über deine Zukunftspläne sprechen. Nein,
Hör mal, eine Hochzeit plant man doch nicht ohne seine Mutter. Woher weißt du das denn schon wieder? Rate mal. Boah, der quatscht wie ein altes Waschweib. Wir machen uns einfach beide Sorgen um dich. Heiraten, das ist eine Entscheidung fürs ganze Leben. Ihr könnt doch auch ohne Ring glücklich sein. Warum? Du hast Papa doch auch geheiratet. Ja, aber wir waren schon etwas älter und Thomas hat einen Beruf. Du und Emilio, kein Abi, kein Job. Brauchen wir das neuerdings für die Ehe, oder was? Falls du mir die Hochzeit ausreden willst, ich bin 18 und ich kann machen, was ich will. Ja, das kannst du doch auch. Ich versuche doch nur herauszufinden, warum meine coole, sonst so abgeklärte Tochter mit gerade mal 18 etwas machen will, was sie sonst immer als spießig bezeichnet hat. Aber okay. Dann lad deinen Emilio doch mal zum Essen ein. Warum? Ich will schließlich meinen Schwiegersohn kennenlernen. Nee, das ist keine gute Idee. Aber warum denn nicht? Der Junge kommt aus Südamerika, da wird Familie doch großgeschrieben. Bestimmt vermisst er seine Eltern. Mama, nein, bitte! Es ist was passiert, oder? Jetzt trink einfach deinen Kakao. Du hast wirklich von hier aus telefoniert? Direkt vor der heiligen Jungfrau? Jetzt vergiss das scheiß Handy, es ist egal. Egal. Handy egal, Kind egal, alles egal oder wie? Warum hast du denn gestern abgeschossen? Du kennst mich doch. Heute die, morgen eine andere. Ich hatte schon immer eine bessere Quote als du. Also wärst du auch vollkommener Quatsch, wenn ich jetzt heiraten würde. Was? Ich versuch's nur auf die Kette zu kriegen. Kim war deine große Chance, legal in Deutschland zu bleiben, richtig? Dummerweise hat sie sich in dich verknallt. Aber weil sie es dir nicht sagt, ist es moralisch auch kein No-Go, oder? Und plötzlich, aber auch wirklich auch plötzlich, fällt es dir wie Schuppen aus den Haaren. Ach ja, Mensch, ich bin ja auch in Kim verliebt. Mensch, das passt doch super. Traummann heiratet Traumfrau. Halleluja. Aber nee, nächsten Tag stellst du fest, ist er doch nicht das Wahre. Deutschland ist so weit als Venezuela und Liebe an sich wird auch überschätzt. Mio, ganz ehrlich, Chicas am Strand zu verarschen, ist okay. Aber Kim? Mir dröhnen noch meine Ohren von deinem ganzen Gesülze. Es gibt nur drei Frauen für mich auf dieser ganzen Welt. Die heilige Jungfrau, meine Mutter und Kim. Du warst noch nie so durch den Wind wegen einer Frau. Wenn ich Kim heirate, geht's meiner Familie an den Kragen, verdammt. Ihr Vater war bei mir. Bist du dir sicher, dass er es ernst gemeint hat? Ey, ohne Ende Drohung, Erpressung, Entführung. Ich bin erst seit ein paar Wochen in Düsseldorf und hab das Gefühl, Caracas ist hingegen ein verschlafener Kurort. Erstens, wir sind hier in der Kirche. Und zweitens, jetzt verlier nicht die Nerven. Was soll er denn schon machen? Venezuela ist weit weg. Na und? Ansgar von Lahnstein hat die notwendigen Kontakte, die Kohle. Weißt du überhaupt, was ein Menschenleben in Venezuela wert ist? Keine 10 Dollar. So, das kriegt nicht mal der fertig. Und wenn doch? Dann sag ihm die Wahrheit. Sag ihr, was los ist. Ich sag mal, hörst du mir nicht zu oder kapierst du es einfach nicht? Ich dürfte nicht mal mit dir darüber reden. Also kein Sterbenswörtchen zu Kim oder zu Leonie. Versprich es. Komm schon. Los. Ja. Kim, wenn du das abmachst, dann geht es auch gegen uns beiden. Was ist dran? Das bringt Unglück. Noch mehr Unglück geht gar nicht. Ja, ich weiß, womit wir wieder beim Thema sind. Sorry. Pass mal auf, wenn so eine vorgetäuschte Ehe aufliegt, dann kriegt ihm hier in ganz Europa nie wieder einen Fuß auf den Boden. Dann gehen wir eben nach Südamerika. Weißt du, warum er erst hin und weg ist von meiner Idee und dann plötzlich nach ein paar Stunden wieder abspringt? Was weiß ich? Vielleicht sein lateinamerikanisches Temperament? Ich meine, wir Mitteleuropäer kommen ja dagegen nicht an. Oh, ist ein Quatsch. Da muss doch irgendwas passiert sein, warum er seine Meinung geändert hat, oder? Dann ist das schon.
Emil war doch schon immer seltsam. Vielleicht hat er ja auch ein tolles Angebot bekommen von irgendeiner reichen Tussi. Oh. Sag mal, Kim, das ist jetzt wirklich Schwachsinn. Keine Ahnung. Ich werde schon rauskriegen, was da wirklich passiert ist. Nicht mehr danach zu suchen. Oh, du hast es gefunden? Ich hab's geklaut, weil ich dir Musik drauf gespielt habe. Oh. Möchtest du was trinken? Nein, ich will wissen, was mit dir los ist. Warum hast du mich extra in diese Kirche bestellt? Du, ich war da einfach in der Nähe und es ist vollkommen blöd gelaufen, das ist alles. Ach, das glaube ich dir nicht. Sonst gehst du doch auch nicht so mit deinen Freunden um. Ansgar war der Einzige, der von der Hochzeit gewusst hat. Und er hat nicht gerade Freudensprünge gemacht. Emilio, sieh mich an. Hat er dich unter Druck gesetzt? Kim, ich... Es muss doch einen Grund dafür geben, dass du plötzlich alles hinwirfst. Warum kannst du mich nicht heiraten? Weil ich immer noch in Leonie verliebt bin. It is just like you said. It would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is. The shorter story. No glory, no hero in her sky. I can't take my eyes off of you. Was ist denn das für ein mieses Zeug? Das war. Das ist ein mehrfach prämierter Single Malt. Den trinkt man nicht in einem Zug, nicht um diese Uhrzeit und vor allem nicht, bevor man sich mit Whisky auskennt. Das ist mir wirklich vollkommen egal. Emilio? Die Hochzeit ist geplatzt. Sei mir nicht böse, dass ich erleichtert bin. Du hast es mal wieder früher gewusst als ich. Kim, ich habe kein Wort gesagt. Ja, aber gedacht. Und das ist wirklich noch viel schlimmer. Jetzt siehst du doch einfach mal so. Sei froh, dass du ihn wenigstens jetzt durchschaut hast.